Hallo, mein Name ist Dominik und ich zeige euch Videos rund ums Thema Apple, Mac und OS X. Hier ein ganz kurzer Quick-Tipp sozusagen. Wenn ihr Line installiert habt, dann werdet ihr in eurem Benutzerordner standardmäßig den Library-Ordner vermissen. Der ist noch da und er ist versteckt. Wie ihr euch den ganz schnell wieder anzeigen könnt, ihr geht hier einfach in das Terminal-Programm und ändert dort die Flags von dem Ordner. Dazu gebt ihr den Befehl ein. Ihr müsst euch hier in eurem Users-Ordner, also in eurem Home-Folder, befinden. Das ist auf der Root-Ebene Users und dann euer Benutzername. In meinem Fall ist das jetzt Dominik. Und wenn ich hier drin bin, dann gebt ihr folgenden Befehl ein. Change Flags, no hidden, also nicht versteckt. Und hier Library. Dieses hier sagt eigentlich, also dass ihr den Ordner Library in eurem Benutzerordner meint. Also müsst ihr theoretisch da gar nicht reingehen. Aber ich habe das jetzt einfach mal so gesagt, dass er das schön in eurem Benutzerordner macht. Prinzipiell reicht das hier auch aus. So, und wenn ich jetzt in meinen Ordner schaue, ist der Ordner Library wieder da. Also Change Flags, No Hidden, Tilde, Slash, Library. Und dann habt ihr euren Library-Ordner wieder. Ich sage mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.